willkommen zu einer neuen Folge auf meinem Kanal Ramses der Dicke. Bei mir ist jetzt Donnerstag, am Mittwoch habe ich den Community Raid gemacht mit Xerneas, habe ja schon angekündigt, dass ich auch Mega Bruder Lander machen muss. Da habe ich nämlich noch die noch keine Mega Entwicklung gemacht. Ich habe aber ein erlöstes 100% Draschel, was glaube ich sogar schon hochgezogen ist auf Level 50. Oder ich muss es noch hochziehen, ich weiß es gar nicht. Ich möchte Mega-Entwicklungen ja mit 100% Erlösten machen. Das möchte ich dann heute im Video entwickeln. Ein Mega-Bruder-Lander-Raid machen, gucken, ob ich dann genügend Energie habe. Ich habe glaube ich schon 100, 300 braucht man. Schaffe ich es 200 aus einem Raid zu ziehen, dann machen wir einen Mega-Bruder-Lander und entwickeln das 100er erlöste Drahshell zum Mega-Bruder-Lander, nutzen eine Top-Lade-TM, um dem ganzen Ding noch Wutanfall zu geben, weil das 1000-mal besser ist als Draco Meteor. Jetzt laufe ich aber erstmal am Haus 3 vorbei zur Arena, weil die irgendwo da hinten ist, da Richtung Tegut oder sowas. Hier ist auch Haus 2. Wer das nicht kennt, kann man mal zeigen. Also hier ist irgendwie so Feuerwehr. Hier ist so Landratsamt, ne? Da ist Hecke. Und da oben, da stehen sie. Da stehen sie, da müssen wir jetzt ruhig sein, da laufen wir außen rum und dann melden wir uns an der Arena zurück, wenn wir Draschel entwickeln. So, das ist jetzt die Arena, die bemalte Litfaßsäule. Ihr wisst ja, so Litfaßsäulen gehen ja manchmal durch als Pokestops oder Arenen, manchmal auch nicht. Also wenn die jetzt nackig wäre und da hing ein Plakat dran, dann wird es wahrscheinlich abgelehnt werden. Weil die Plakate, die werden ja immer gewechselt, da kommt immer eins ab, da kommt neues dran hin und her. Die ist bemalt, das heißt, das ist ja das ganze Jahr dran, das Bild. Wenn ihr also eine seht, die nackig ist, malt was dran und schon ist das ein Pokestop. Weil hier nichts zum Sitzen ist, werde ich mal gucken, dass ich vielleicht hoch auf eine Bank komme. Und dann warte mal, bis der Raid aufgeht. Es sind jetzt noch circa 10 Minuten. Man könnte kurz den Tee gut, aber nee, ich suche mir jetzt einfach eine Bank und warte, bis der Raid aufgeht. So, ich habe jetzt ein Plätzchen gesucht, das kann ich euch ja mal zeigen. Normalerweise. Also ich bin da drüben, da ist die Litfaßsäule, wollte ich mich da auf so eine Bank setzen, aber da hast du ja wieder keine Ablage. Hier hast du diese steinernen Bänke, da kannst du die Kamera auf gleiche Höhe stellen, wo du sitzt, hast gleich noch eine Ablage für die vier Handys und dann, ja, habe ich hier glaube ich schon mal vor einem Jahr, vor zwei Jahren, einer der ersten Raids, die ich in Meiningen gemacht habe, war glaube ich auch hier auf so einer Bank. Da sind wir aber darüber und haben die Kamera auf so einen Briefkasten gestellt und da ist Marie noch rumgesprungen im Hintergrund, wenn ihr das noch wisst. Wir müssen jetzt noch eine Minute warten, bis das Ding aufgeht und dann gucken wir mal, ob wir mindestens 200 Mega Energie bekommen, dass wir den entwickeln können. Sonst muss ich noch einen machen und das Video kommt erst, ja, wahrscheinlich kommt es erst am Montag, also ist es eigentlich auch egal. So, da ist es auf jeden Fall geschlüpft. Ich gehe jetzt mal kurz hier rein. Ich weiß auf jeden Fall, dass ich die Xenaya einladen muss. Ansonsten gucke ich gleich nochmal nach, ob wir noch jemanden finden zum Einladen. Ach, ich nehme sie mal kurz in die Hand. So, J.I. Xenaya. Wir gehen mal kurz in die Telegram-Gruppe, ob da noch jemand geschrieben hat, weil hier war der Raid angekündigt wieder. Mit Bild natürlich, mit Name, mit Trainercode, mit Uhrzeit, alles dabei. Einladen muss ich nur Xenaya. Ich kann aber gucken, wer so online ist. Wir haben hier noch den Dresdner, wir haben Bowling Ball, Brezel Queen. Burndown nehmen wir mal mit. Und beim Samyang kann ich auch gucken, ob da noch jemand da ist. Bestzeit, Cheffe 24, Zigrit, die Hildebäcker und Hopfenschnitzel. Hopfenschnitzel klingt gut. Um die Uhrzeit, ich habe jetzt auch deswegen extra vier Accounts mitgenommen, denn ihr wisst, je schneller ihr den Raid Boss besiegt, desto mehr Mega-Energie kriegt ihr da raus. Ich gucke jetzt mal ganz kurz noch in die Beiträge auf YouTube, da habe ich auch eine Konda-Liste gestern gepostet. Als ich die Konda gegen Xerneas gepostet habe, war da auch ein Bild dabei von Mega Bruder Lander. Eis, okay. Vergesst alles, merkt euch einfach nur Eis. Eis gegen Flug, Eis gegen Drache, also am besten wie immer die Marmudel-Armee. Was haben wir ansonsten? 21,42 ist der 100er Wert und 26,78 mit Wetterboost. Ich sehe auch, der hat hier 6 Marmudel ausgewählt. Beim Samyang hat er sogar ein Bruder Lander vorne drin. Drache gegen Drache, das geht natürlich auch. Dann hat er Marmudel, dann hat er Gardevoir, 3 Stück. Und dann noch ein Marmudel. Die anderen haben hier Flampivian, Rex Blizzard. Da sehe ich Walreiser dabei, aber
Da brauchen wir alles nicht. Wir knüppeln jetzt drauf. Mamoodle einfach der Beste. Mamoodle als Krypto. Ich versuche ja eh auf dem Habanero-Account die meisten Pokémon dann in ihren Krypto-Versionen zu bekommen. Und da mir ein 6er-Team zu nehmen und Mamoodle als Eisangreifer passt eben, da wir auch so viele Vögel im Spiel haben oder andere Legendäre, dass du immer wieder Eis nehmen kannst oder irgendwas mit Gestein, Despotar, Krypto-Despotar, 6er Armee müsste eigentlich, fehlt auch noch, muss auch noch kommen oder Rihonyor, Krypto oder was weiß ich, was man da noch alles nimmt. Ja, wie ich sehe, ist schon alles umgefallen. Das Galaflampivian ist ja auch ein Eisangreifer, soll auch einigermaßen gut sein. Aber ich sehe, die Dinger fallen um wie Fliegen. Die zweite Fuhre ist schon umgefallen. Der macht wahrscheinlich immer nur genau einen Move und dann bin ich weg. Aber er ist auch weg, also das passt. Zwei sind gestorben bei jedem Team, weil Reiser hat das Ding gerissen hier. Gadewar, weil Reiser, wir haben jetzt 39 Sekunden, glaube ich, gebraucht. Das müsste gut sein. Ich hoffe, da gibt es 200. Ich brauche 200. Ich drücke jetzt mal hier überall durch bei den anderen, die ihr nicht seht. Da kann ich nämlich schon mal nachgucken. 250 haben die bekommen, dann müsste ich die ja auch haben, weil das ist ja bei allen gleich. So, 2099. 2098, 2109, was hat der Habanero? Er hat erstmal 250 Energie bekommen, 12 Bälle und kein Shiny, 2094. Das heißt, er von 4 Accounts ist er wieder mal der schlechteste. Ich weiß nicht, warum das immer so ist. Nimmst du 100 Accounts mit, ist er auch der schlechteste. Also nimm am besten nur einen, da siehst du nicht, dass du der schlechteste bist. Da denkst du, das ist ja recht gut. Dabei ist es halt immer nur Abfall. Wir versuchen jetzt auch mal mit der silbernen Beere zu fangen. Der ist direkt drin. Das war ein Critical Catch. Das war aber nur Glück. Normalerweise ist das nicht so. Wir bewerten den. Er hat 2 Sterne. Wir haben jetzt 350 Mega Energie. Suchen jetzt aber unser Drashell. Hier, das ist ein erlöstes 100%iges Draschel. Das ist schon auf Level 50. Das müssen wir jetzt noch entwickeln zum Bruderlander. Und dann werden wir direkt die Mega-Entwicklung draus machen. Jetzt fehlt mir natürlich noch Energie, wenn ich noch ein Shiny entwickeln wollen würde. Aber eigentlich brauche ich das nicht. Ich habe dann ein Mega-Bruderlander und ich habe 5 Krypto-Bruderlander. Das müsste eigentlich reichen. Jetzt haben wir den auf 4239 bis Hydropumpe. Wir machen mal noch eine neue Attacke einfach drauf. Jetzt hat er hier noch Fliegen dabei. Das ist ja ein Flug-Pokémon mit Fliegen. Ja, das lassen wir mal so. Wir geben jetzt eine Top-Lade-TM aus. Vergessen Hydropumpe. Und geben ihm Wutanfall. So, und Biss machen wir auch weg, denn da braucht er noch eine Drachen-Sofort-Attacke. Biss, vergessen. Na, Feuerzahn ist es auch nicht. Feuerzahn, vergessen. Drachenrude. Drachenrude, Wutanfall, Fliegen. Würdet ihr Fliegen wegmachen, würdet ihr Fliegen lassen? Ich habe jetzt auf jeden Fall noch 300 übrig. Nee, ich bin bescheuert. Hä? Habe ich nicht 250 bekommen und habe 100 gehabt? Dann müsste ich doch 350 haben. Ach so, habe ich ja, aber ich brauche ja nur 300. Ich habe es falsch rum gelesen. Dann machen wir jetzt hier die Mega-Entwicklung drauf. Und dann sind wir fertig. Oh mein Gott. So, Mega-Entwicklung hingezimmert. So muss das aussehen. Guck dir das an. Das ist neuer Eintrag hier. Es sieht so hässlich aus, oder? Ich finde, Bruderlander ist mega genial als Pokémon, aber Mega-Bruderlander. Ah, das ist so eckig und so kantig, das ist nix. Hat 5699. Das sieht aber gut aus, wenn wir jetzt mal hier reingehen und gucken, nach WP sortiert, ist der jetzt Platz 1 von den Pokémon. So muss das sein, so muss das aussehen. Mal gucken, was würdet ihr lieber machen? Xerneas oder Mega Bruderlander die Tage? Ich habe einen Raid Pass jeden Tag. Ihr könnt nochmal für Mega-Energie oder, ach, den kannst du alle paar Tage auch kostenlos entwickeln. Wir machen Xerneas, oder? Seht ihr das anders, dann schreibt's rein. Habt ihr Mega-Bruderlander schon entwickelt? Was ist euer Bestes? Habt ihr Shiny? Was habt ihr gemacht? Peace out, Vorhaut. Guckt euch den schönen Himmel an und bis zum nächsten Mal.